Lust, ob bei Call of Duty oder Battlefield. Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, die Abos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Auf der Nordschleife und wir zocken eine Runde Baltic Horse. Gefahren wird im Aston Martin, der uns gerade hier vorne versucht hat, von der Popbahn zu schubsen. Ist ja noch ganz knusprig. Zeig ich an. Ich zeig dich an bei Steam. Gefahren wird gegen 32 KI-Gegner auf 75%. Also dann doch schon ein bisschen anspruchsvoll und nicht so muschi-mäßig. Was? Zum Rennsetup sind alle Schäden voll eingeschalten. Einschließlich mechanischen Schäden. Gerade so irgendwie gerettet. Wir fahren das Ganze im normalen Setup. Sind folgende Folgen angeschaltet, wie auch offiziell im Reglement von der GT3 ist angeschaltet das ABS und die Stabilitätskontrolle. Traktionskontrolle ist komplett ausgeschaltet. Das ist halt gerade das Gefährliche. Drückst du einmal zu sehr aufs Gas? Was ist das mit dir? Bist du weg vom Fenster? Musst du zusehen, wie du hinterher kommst? Einige schneller um die Ecke. Ja. Immer der Bock beinahe noch ausgebrochen. Das wär's aber auch. Karre, das ist Peter von dir nicht so brede. Pass mal auf. Komm schon. Schon, fahr doch mal hin. Wir fahren zwei Runden. Ich habe euch mal ja auch noch das Interface anschalten. Weil, wenn ich solo, also alleine fahren sollte, dann wirklich eigentlich nur komplett ohne. Ohne Head-Up. Weil damit komme ich besser zurecht. Naja, das Feld zieht sich langsam auseinander und langsam kommt auch ein entspannteres Fahren. Das ist auf Fuß zu 9, ich schaue jetzt mal von der 8. Also das heißt, wir haben einen Platz verloren, naja. Lieber nach der Öltemperatur, weil hier ist um einiges wichtiger wie Rundenzeit. So, noch neben, ja, falls ich es noch neben uns anbremsen zum Karussell. Er hat am Ende davon die Nase vorne. Ja, ist immer noch direkt neben uns. Nein, ins Karussell. Ah, jetzt unten bleibt hat. Alter. Der BMW-Fahrer vor uns ist echt.
Ziel! Oh, mein ersten. Nach mehreren Anläufen geht es endlich mal gut. Ich habe eine gute Anmoderation gefunden. Und auch das erste Mal, dass ich mal relativ gut durchkomme. Ja. Was gibt es mir zu sagen? Mein Name ist in dem Falle Roland. Werde euch zukünftig mit Simracing begnügen für die Motorsportfans da draußen unter den Zuschauern. Es wird regelmäßig mich auf neuen Content geben, wie Assetto Corsa ist in Planung. Race Room Racing Experience ist auch noch mit in Planung. Aber alles nach und nach. Erst einmal eine Runde Project Cars. Haben wir den Schweden Ruf versenkt und versenken uns fast selber in der Mauer. Haben in einer Runde zwei Verwarnungen bekommen. Na klasse. So, ab auf die Decken in der Höhe. Mit Vollgas, schön im Windschatten bleiben, damit wir an dem vorbeiziehen können. Okay. Tschüssi. Da ist er. Der kleine Ruf. Je nachdem, wie ich persönlich zum Schneiden komme, werde ich euch auch mal... Das war... Nein! Einmal so früh aufs Gas und weg war ich. Pass! Aber der Ruf hat mich... Auf geht's in die zweite Runde. Ich sehe eigentlich hier die Passagen. Für all diejenigen, die es mal interessieren. Der Aston Martin Vanquish V12. Ein Riesen, das ist eine einzige wirkliche Besonderheit, ist da wirklich der Riesen Hexballer hinten drauf. Der hat brachial Leistung, hört sich gut an. Und jetzt mit Überschuss, weg damit. Allerwichtigste ist ja nicht schalten, vergessen wir, das ist bis hier geort. Einmal freie Bahn und schon gleich mal eine Sekunde weggezogen. Nur beim Schwedenvolt. Jetzt geht's hinein in der Fuchsröhre. Wieder mit über 206 Sachen. Und ein schöner, fetter BMW M3 GT3. Ach Gott, die ganzen Zahlenkombinationen und Buchstabenkombinationen sind mir noch nie gut genug. Also meinen persönlichen Rekord stelle ich mit denen hier nicht auf. Eigentlich werden wir uns auch noch mit den Besten messen, sprich Zeit vor Events machen. Community-Rennen machen, je nachdem, wer Lust und Laune hat.
gucken, wie es überhaupt ankommt bei den Leuten. Was erwartet euch noch bei mir? Bei mir erwartet euch außerdem noch Retro-Spiele. Von Point-and-Click-Adventure bis hin zu Shootern, Rollenspielen. Fallout 4 kommt der bald raus, Gott sei Dank. Wie schon gesagt, auch alte Spiele, auch Rollenspiele, viele. Also, könnt bei mir echt gespannt sein, wie ich Lust und Zeit habe. Und da regelmäßig mal neue Content rauskommen, werdet ihr sehen. Eigentlich haben wir hier mehr als genug Kraft. Kein Schwein bremst hier. Schon raus hier und weiter geht's. Rein wieder ins Karussell. Da vorne fährt der erste. Schöne davon. Wir stehen ganz hinten. Komm nicht an so einen kleinen, mickrigen BMW vorbei. Weil die Nordschleife echt eigentlich zum Ruhr an jeder Ecke sehr ungünstig ist, beziehungsweise eigentlich so gut wie keinen Raum gibt. Eingebremst, tut mir leid, ob ich wollte. Da schmeiß ich die Karre weg. Ich darf. Ah, fuck. War dann doch am Ende dann einfach nur zu viel gewollt und weg war's. Und weg war's. Kollegen, ja, sind sehr voll schon weggerammt. So. Was soll man machen? Zu viel gewollt? Das ist eigentlich regulär weiterfahren und nur das Beste draus machen. Deswegen war die grüne Hölle nicht umsonst. Die Nordscheibe war nicht umsonst grüne Hölle genannt. Jeder Fehler hier ist tödlich. Aber du hast keine Auslaufzone hier. Nichts.